Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play The Variety of Chance. Ja, wir haben jetzt hier Welt 1 anscheinend relativ fertig. In den Strudel möchte ich erstmal nicht gehen. Wir gehen jetzt erstmal hier oben rum. Ja, Metalman's Home und so. Wir gehen jetzt hier durch den Warp. Machen weiter mit Welt 2. Was haben wir denn jetzt hier? This level can't make up its mind. Marienstaat. Hä, was ist denn jetzt los? Da ist diese Eclair wieder. Mein Schloss, verdammt, mir ist so langweilig. Ich frage mich, was da drüben passiert. You've got to avenge me. This strange turtle dragon showed up out of nowhere. These troops are taking over too. Was? Also Eclair hat jetzt auf den Sack gekriegt und wir müssen gegen die Mario-Gegner kämpfen. Weil die Eclair, ihr wisst schon, das Vieh da eben, irgendwie auf den Sack gegeben haben. Also jetzt sind wir hier in der normalen Mario-Welt, wie es scheint. Ist ziemlich Mario Bros. 3-mäßig hier. Hat doch die Koopa-Skins aus Mario 3. Ja, schick. Gefällt mir. Jetzt ist er hier da. Ja, also das gefällt mir. Na du, Mario 3-Pflanze. Ja, das sind alles Mario 3-Gegner. Da hat er sich wieder schön den alten Sprites bedient. Ja, der Super Wii-Dude, der weiß, wie man mich beeindrucken kann. So. So ist schön. Ach Gott. Doppelsprung. Bödem. Da ist doch bestimmt ein Pilz drin. Ja, oder auch nicht. Ach, da geht's rein. Was haben wir denn hier? Ba, 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 bam, bam, bam. Yin und Yang Blöcke. Ich bräuchte mal einen P-Switch. Bitte. Bräuchte mal einen P-Switch. Dankeschön. Einfach nur einen P-Switch. Bitte einen P-Switch. Da geht's nicht zurück. La 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 la. P-Switch? Yay. So, jetzt muss ich hier drücken. Und jetzt so schnell wie es geht zurück. Ba, ba, bam, 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 bam. So. Oh, er hier. Er ist gefährlich. Soll ich auch nochmal durch? Kein Ding. Das geht noch. So, jetzt hier hoch. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Hallo? Was ist das für ein grüner Block? Noch ein P-Switch. Juhu, ich hab noch ein P-Switch. So, wenn ich jetzt hier drücke, kann ich da wieder runter. So, und hier weiter. Grüner Block, was hast du? Du, ein Leben. Das war jetzt nur für ein Leben. Ich habe den ganzen Mist hier für ein Leben gemacht. Das ist ja Unlauterei hier. Gut, machen wir weiter. Hä? Ich versteh's nicht. Erklärt's mir. Versteh's echt nicht. Warum bin ich jetzt wieder hier? So, ist er hier wieder? Moment. Ich glaube, ich sollte ihn mal töten. Da ist nämlich ein Apple. Hey, Apple. Das ist wirklich nur für ein Leben hier, oder? Das ist echt ein ganzer Geheimkorridor für ein Leben. Ja, das sieht so aus. Außer natürlich, ich habe nämlich noch eine Idee, wenn wir hier wieder lang gehen, da unten vielleicht. Ah, da kommen wir jetzt nicht mehr runter, ne? Da kommen wir nicht mehr runter. Dann gehen wir eben wieder zurück. Verdammte Mist, ja, da auch. Ach, haha. Da müssen wir rein, weil wir brauchen einen P-Switch hier oben. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Das gefällt mir zwar nicht, aber ich verstehe schon. So. Whip. Nado. Ba 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 bam. Dip 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 dip. So, jetzt gehen wir hier zurück. La 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 la. Jetzt müssen wir nochmal auf die andere Seite. Hier nochmal zu ihm hier. Rüber, rüber, rüber. Hier hoch und jetzt holen wir uns hier den P-Switch, gehen dann damit durch die Röhre da. Ja, das wird jetzt alles ein bisschen komplizierter. Moment, ich mache das eben. So, jetzt gehen wir da durch. Haben den P-Switch immer noch dabei. So, runter. Und jetzt nehmen wir den P-Switch mit raus und haben es. Hoffe ich doch. Ah! So. Geregelt. Oh Gott. Das ist so ein hier Torpedo-Ted-Ding oder sowas. Muss auch vorsichtig sein. Ist nicht nett. Ist echt nicht nett. Ich hab ein wenig Angst. Du da oben. Vorsichtig, ja. Vorsichtig, ja. Bitte und Dankeschön. Ja. Danke. Seit wann können diese Bullet Bills eigentlich so schräg hochfliegen? Also das ist wahrscheinlich Kanonenmechanik aus Mario Bros. 3 übernommen. Aber dann letztendlich gesagt, wir nehmen trotzdem den Bullet Bill Sprite und drehen den so ein bisschen und dadurch haben wir das erschaffen.
Ich soll da jetzt rein, oder? Bam, bam. Wahahaha! Ich hab deine Spezialfähigkeiten ausgeschaltet. Du kannst keinen Doppelsprung oder Drehsprung mehr machen, solange du in meinem Schloss... Bowser? Bowser, wir sind hier nicht in Mario Bros. Augenscheinlich sind wir das jetzt nämlich doch. Das ist aber ein dreister Sprung gewesen. Also wenn noch mehr von diesen fiesen Sprüngen kommen, save set ich auch wieder. Ist mir egal, ich kann den hier. Ich hab ein bisschen Angst, dass das einbricht, ja? So, ich geh's mal einfach. Rüber, rüber, hinüber, hinüber. Ey, du Arsch. Das ist nicht nett, ich brauch doch meine Sternchenblume. Mein Sternchen. Ach Mensch, gib mir meinen Apfel wieder. Apple. Yes, Apple. So. Hab ich wieder einen Stern. Oh Gott. Oh Gott, das ist gefährlich hier. Das ist haarscharf und gefährlich. Jetzt ist Mario Bros. 3. Also wir zirkulieren hier mal alles durch, was Bowser uns entgegenstellen kann. Bowser, Boss des ersten Levels der zweiten Welt. Ja, das ist... Der Heck weiß, worauf er hinaus will. Ach Gott. Engelchen! Hilf mir, bitte! Ach Gott. So viel zu Engelchen. Das ist... Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Turm aus Mario Bros. 3, den aus Welt 5. Ihr wisst, welchen ich meine. Den man machen muss, um in diese Wolkenebene zu kommen. So, du mir mal aus dem Weg. Wir werden sehen. Ja, ja, es ist dieser Turm. Dab, dab, da. Da, 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 da. Das ist 1 zu 1 aus dem Turm übernommen hier gerade. Dab, 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 dab. Dam, 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 bam, bam. Skip, dip, dip. Bin ich jetzt? Das wird hier ja immer skurriler. Das ist, glaube ich, 1 zu 1 der Super Mario World übernommen, so. Also wir zirkulieren jetzt alle schweren Bowser, beziehungsweise alle schweren Mario-Level durch. Skip, dip, 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 skip, dip, 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 Marien, Marien, Marien. Ey, Knochentrucken. Geh mir aus dem Weg, Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Außer ihn nochmal zu zerdrücken. Weiter, 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 komm. Ja, danke. So, du mir mal aus dem Weg, Mann. Ist mir jetzt egal, ich will einfach nur hoch. Das Level ist aber echt nicht ohne. Da oben ist eine Bosstür. Ich sehe es. 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 Ich hab's raus. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Ich hab's raus. So, danke. So, Kollege Bowser. Sag mal an hier. Was geht ab? Bitte was? Ah, da ist er. Bowser. Das war Eclair. Moment. Was passiert, wenn ich das ein... Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Course clear. But your princess is in another castle, oder was? Ja, anscheinend. Ich verstehe es nicht. I hope you brought climbing equipment. Wie kriegt man da jetzt den Secret Exit? This level can't make its mind. Ja, ich verstehe es nicht. Chaos, Destruction. Achso, jetzt ist der Claire wütend und jetzt haben wir hier ein anderes Level. Warte mal. Ich kann jetzt so raus. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal reingehe? Ich muss nur mal gucken. Chaos Sign, change the world. Achso, wir haben jetzt ein anderes Level, wenn wir hier nochmal reingehen. Verstehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cut, I'm a kitty cat. Dance, 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 dance. Achso, achso, ich kann ja auch wieder Doppelsprung. Habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Ah, das ist aber hier echt Mega Man, ne? Mega, Mega Man. Da. Das ist wahrscheinlich also Instant Death Spikes wie Mega Man. Ba, 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 ba. Engelchen, ich nehme dich mit, weil ich dich gern hab. Ja, das war ein guter Sprung. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ja, Instant Death. Instant Death! Und so eine komische Eule. Nö, ich geh jetzt erstmal ein weiter. I hope you brought climbing equipment. Ich hab einen Apfel mitgebracht, reicht das? Apple! Oh, 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 jetzt geht's aber los. So, danke für den Stern. Jupp, jupp.
Also wir müssen jetzt hier das ganze Ding hochklettern, ja? Das ist auch eine nette Level-Idee. So Vertikal-Level hat man auch nicht so oft. Also da jetzt durch. Das ist so eins, wo Gegner nicht durch können, aber man selbst schon, ja? Verstehe. So ein Gegner-Tor, damit die Gegner schön geballt an einer Stelle bleiben und einem richtig auf den Sack gehen können. Nimm dies. So. Bam, 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 bam. Was macht die denn da? Macht mir Angst. So, platt gedrückt, das Mistvieh. Yeah. Das hier sind ja die creepiesten Viecher, die ich je gesehen habe in irgendeinem Mario-Werk, ne? Diese... Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Wir gehen hier hoch. Ja, ist auch richtig. Also hier hoch ist der normale Weg. Das andere wäre bloß für dieses... Yoshi-Coin. Ich nenne es Yoshi-Coin, damit alle wissen, was ich meine. Aber, machen wir nicht. So. Ah, wie das aussieht, wenn die da klettern. Na, der ich gegeben. So. Wie hoch muss ich noch? Das ist so ein bisschen Geisterhaus-Textur hier auch, ja? Geisterhaus, Waldtextur, Höhlentextur, alles zusammen. So einen Aufstieg zu machen, so ein Baumhaus-Ding. Weiter nach oben. Ach so, ja, jetzt habe ich hier einen Midway-Point. Midway? Midway? Ja, was soll das denn werden, Tombi-Schwein? Tombi-Zombie-Schwein? Nee, mit. Da ist auch gar nichts drin. Mensch, warum ist denn dann überhaupt ein Block da, wenn da gar nichts drin ist? Oh, Lava. Lava. Ich mich platt gedrückt habe. Achso. Ich verstehe, das sind Blöcke, die für mich nicht durchgängig sind, aber für das Vieh schon. Also, der hat echt ganz viele Custom-Blöcke eingegangen. Was ist das? Ah, ja, ja, das ist einfach so ein... Ja, aber man sieht die Zahl da drauf nicht mehr. Also beim Original Mario wollte man ja Zahlen drauf, um zu sehen, wie lange das Ding noch hält. Hier gibt die einfach irgendwann den Geist auf. Das ist so eine kleine Hilfe auch, Fee. Also das kann man hinkriegen, wenn man es so macht. Ja. Ganz schlau erlöst, ne? So. Chuggy Boy. Na? Na, willst du dich mit mir anlegen? Willst du? Komm mal her. Ey, das ist nicht nett. Ah. Einen Sprung nochmal Schaden zu machen, obwohl ich auf dir drauf bin, das ist echt nicht nett. Die steine Mami hat nicht erklärt, wenn ich auf dich drauf springe, hast du zu sterben. So einfach ist das. Öppalapalapa. Das ist ein zäher Bursche. Der hält sich nicht an konforme Regeln wie alle anderen. Nein! Für den müssen wir nochmal eine extra Wurst drauflegen. So, Engelchen für mich. Ja, so. Das kriegst du. Das kriegen Leute wie du einfach. Noch höher? Wie hoch geht denn das hier noch? Hui! Ach, Menno, jetzt habe ich keine Punkte gekriegt. Wunderbar. So, und jetzt geht's hier hoch und nochmal ein weiter. Looks like the Duck Tunnel. Ja, jetzt kann ich mir die ganze World Map angucken, oder? Was ist das denn da für ein Vieh? Sieht der denn da? Das ist ja noch ordentlich was. Ja, doch. Hier gibt's noch einiges. Ah, echt noch einiges. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Eclairs Level hier, ne? Also hier, die will ja wieder wissen, die alle. Chaos Sign, change the world. Was passiert eigentlich, wenn ich in die andere Richtung gehe? Wenn ich mich mal nicht an das Chaos Sign halte, sondern hier lang will. Ba, 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 ba. Na? Das ist jetzt... Achso, in die Richtung ist das normale Level, was wir vorhin auch schon hatten. Aber mit einigen Einschränkungen, dass jetzt hier auch die Eclair-Gegner sind und nicht mehr die... Mario-Gegner. Also Bowser war jetzt bloß so ein Stell-Dich-Ein, der nur da war, weil er Eclair auf den Sack gegeben hat. Und Eclair ist jetzt aber wütend. Das hat Bowser verdrängt, der hat mir auch gegen Eclair gekämpft da eben. Und jetzt hat sie Chaos Sign Change the World, also so ein... Einfach mal sowas wie ein Toho-Angriff. Da die Toho-Angriff heißt ja mal so und so Sign und dann hat die können. Und die hat uns jetzt einfach mal gesagt, so, pass mal auf, jetzt gibt's hier. Und deswegen haben wir jetzt hier so ein komisches Mega-Man-Eclair-Super-Redoodle-Level. Ich hoffe, ich habe das auf den Punkt gebracht. Ihr versteht, was ich meine. Ansonsten... Oh, kann ich euch leider... Das ist jetzt aber nicht nett. Bah. Ohne den Doppelsprung wäre das hier auch ganz schön schwer. Ist es so aber auch. Weil diese Stacheln einfach Instant-Death sind. Instant-Death macht immer Spaß. This level can't... Ja, kann es sein. Make the world end. Change the world. So, danke. Was ist jetzt hier nochmal? Ja, dankeschön. Zu liebenswert. Na, Katze? Kittegat, Kittegat.
Kitty Cat, Kitty Cat. Ich meine gerade ernsthaft, ob ich hier safe state in dem Level, aber nee. Also manche Level in diesem Hack, da werde ich wahrscheinlich sowieso noch safe staten müssen. Denn ich habe mich mal erkundigt, wie weit fortgeschritten der Hack ist. Ich war nämlich mal auf der echten Seite vom Super Wii Dude und das ist sein aktuellster Hack hier und nicht nur ein Hack, den er nie fertiggestellt hat. Den hat er halt bloß noch nicht fertiggestellt und deswegen ist er noch nicht bei Featured Hacks. Aber wenn er fertig ist, wird er da wahrscheinlich landen. Und ja, momentan sind 8 von 9 Welten oder so fertig. Sprich, also das ist schon fast ein kompletter Mario-Hack hier. Und ja, wenn wir das durchhaben, werde ich mich mal erkundigen, ob ich dann irgendwann mal die vollständige Version bekommen kann. Und wenn ich die habe, dann werde ich natürlich die Level, die wir noch nicht gespielt haben, hier auch nochmal machen. Aber ansonsten spielen wir erstmal so weit, wie es geht hier und dann ist that. Ist ja was, ich mache jetzt hier einfach so. Weiß nicht mehr. So. Ja. Nö. Nö. Jetzt geht's. Wusstet ihr übrigens, dass man, wenn man safe-stated, schlechter Mario spielt, weil man sich ja nicht mehr so auf Dinge konzentrieren muss? Weil man sich ja dann denkt, ja, ich kann ja eh nochmal laden. Kollege. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich durchkommen würde, wenn ich jetzt hier gegenspringe. Ich probiere mal. Ah, nee, doch, wir müssen hier unten rum. So, okay. Jetzt muss ich das Ding hier nehmen, ja? 50! Ja! Der Doppelsprung hat's drauf. Ja! Gut gemacht, Marin. So, wo kommen wir jetzt hin? Skip, dip, 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 dip. Seasonal Magic in the Forest. Okay, aber dazu erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei The Variety of Chance.